Hi und willkommen zurück zu Minecraft Limitless. Heute was Besonderes, denn heute machen wir einmal die Erzverarbeitung von der Quarry in einer anderen Dimension und es gab noch einen unvorhersehbaren Zwischenfall. Deswegen bewertet den Part, aua, und viel Spaß. Okay, schaut euch das mal an. Es gab hier ein massives Problem, das ich euch jetzt mal zeigen möchte. Es gibt mal wieder ein massives Problem. Wenn ich in meiner Hauptbase bin und dort einen bestimmten Bereich betrete, dann geht Minecraft direkt zu wegen eines bekannten Fehlers im Modpack. Also ganz im Ernst, ein 12er das Beste. Hier. Und damit ich jetzt nicht wieder direkt ein Projekt abbrechen muss, weil ein Modpack nicht mehr funktioniert, machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen diesen Builder und ich reiße damit den Bereich weg, der diesen Block beinhaltet. Also das ist irgendwie ein Block und wenn ich den angucke, dann stürzt komplett Minecraft ab. Und ich reiße jetzt eine riesige Lücke in die Base, nur damit das Modpack bleibt. Ich hoffe, das funktioniert. Ah, der Builder ist in einer anderen Dimension. Och, Mann, oh. So, erste Ecke. Also über uns ist der Raum, wo immer Minecraft komplett zusammenbricht. Ich werde jetzt mal... Dann nehmen wir mal den Bereich weg. Und jetzt müssen wir... Genau, wenn ich über uns einen Block angucke, dann fliegen wir raus. Deswegen gucke ich ja nicht in die Richtung. Das wäre echt doof. Und den Block. So, wir werden jetzt alles wegreißen lassen. Ich hoffe, das funktioniert. Und los geht's. Okay, wir haben jetzt alle Blöcke, die da standen, jetzt im Inventar. Und irgendeiner dieser Blöcke oder eine Kombination aus diesen Blöcken hat dafür gesorgt, dass Minecraft abstürzt. Na, guck mal, hier liegen noch ein paar Sachen rum. Und wir gucken hoch in 3, 2, 1. Oh, es bleibt an. Ja, scheint zu gehen. Oh, gerettet. Ja, das dazu. Der ganze Kram liegt jetzt hier unten drin und wir haben das natürlich gestern im Livestream schon umgebaut und aufgeräumt. Also wer Livestream dazu sehen möchte zu dem Projekt, jeden Sonntag 19 Uhr auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung oder einfach debitor.tv. Dann kommt ihr auch dahin. So, wir haben heute mehrere Sachen auf der Uhr. Wir möchten einmal die Autocrafting-Units da hinten nochmal anfügen. Ich habe die gerade meinen Auftrag gegeben. Ah, da sind sie sogar schon. Nice. Jetzt kann ich die hier oben drauf packen und dann haben wir 3 große und 3... Oh. Dann haben wir 3 große. Gar nicht, 6 große und 6 kleine, obwohl die kleinen auch groß sind. Die haben ja auch 3 Sechzehner, sind 48. Und das sind 3 mal 64 sind 196, glaube ich. 198, meine ich. So, und jetzt nochmal ganz kurz was anderes, denn ich habe... Ne, warte, soll ich das direkt mitnehmen? Ich glaube, ich nehme das direkt mit. Wir bauen jetzt mal einen Quantum Entagloporder. Kann auch sein, dass das eine Quest ist. Wir müssen mal langsam Quests abgeben, ne? Ich pimmel hier schon 30 Folgen rum und hab noch gar nichts fertig. So, Mechanism. Der Quantum Englaloporter, wie auch immer er heißen mag, ist bestimmt irgendwo hier drin, oder? Der ist bestimmt hier drin. Das ist voll die krasse Maschine. Da ist er. Aber wie komme ich denn da hin? Ich muss einen Teleporter-Core machen. Dann muss ich das machen. Ne, warte, ich muss erst den machen. Dann kann ich das machen. Teleporter. Und dann kann ich so einen Quantum-Teleporter machen. Ne, den kann ich auch so machen. Okay, erstmal einen Teleporter-Core. Warte, Teleporter-Core. Aber gut, kein Diamant mehr. Was fehlt noch? Achso, die Atomic Alloys, die können wir bestellen. Atomic Alloy, bestellen wir mal, keine Ahnung, 10 Stück oder so. Die Diamanten haben wir alle vercraftet. Diamond. Ah ja, aber wir können Diamanten craften, glaube ich. Ja, 100 Stück bitte. So, jetzt geht's aber rund. Zack. Und normalerweise würde ich den oben reinlegen, aber da es eine Quest ist, ganz wichtiges Ding, erst hier unten. Sonst zählt das einfach nicht, das ist echt doof manchmal. So, und jetzt brauchen wir die. Aber die können wir auch bestellen, ne? Circuit, da sind sie. 2 Stück bitte. Start. Jetzt haben wir nur noch 2 davon. Wie viel brauchen wir denn davon? Ach Mist, wir brauchen 2 davon, ne? Wir brauchen einmal einen Ausgang, einen Ausgang. Einen Eingang, einen Ausgang. Was ist das denn jetzt? Also 4 brauchen wir davon. Also machen wir davon nochmal 2. Und davon 4, 6. 6 ist gut. So, die werden jetzt gemacht. Und jetzt können wir noch einen rausnehmen. Und jetzt können wir davon 2 bauen. Ein. Lol, ging ja echt. Hätte ich jetzt nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. So, wir haben Quantum Entagloporter. Klingt absolut wild. Zeige ich euch jetzt gleich, was das ist. Wir machen jetzt aber noch eins. Wir brauchen noch eine Item Pipe. Oder die heißen ja anders. Die heißen ja Logistik. Basic Logistical Transport. Wir nehmen Elite, was wir gerade haben. Und wir können ja noch ein paar Alloys machen. Weil dann können wir dazu auch noch nicht nur Elite machen, sondern auch eine Nummer höher. Obwohl Elite war da. Und Tier Upgrades können wir auch direkt machen, ne? Tier Upgrades haben wir sogar noch. 3 davon. 4. 2. Und wo sind die Ultimativen? So, jetzt haben wir, glaube ich, alles, was wir brauchen, um unsere Erzverarbeitung zu automatisieren. Wir hatten letztes Mal massive Probleme, was Eisen, Diamanten und so anging. Bin ich hergegangen und habe zwischendurch immer mal wieder die Quarry verschoben, also den Builder. Und da haben wir jetzt ein bisschen was ausgebuddelt. Aber nur ein bisschen. Den Bereich hier, der geht noch viel weiter nach hinten. Und den Bereich hier.
Also ihr seht, wir haben auf jeden Fall einiges uns reingejoinkt. Und was wir davon haben, ist hier drin. Die Truhe kann man nämlich upgraden, bis der Arzt kommt. Und wir haben jetzt 8000, 24.000 Eisen. Und wo war der Rest? Diamanten haben wir auch 5000. Also auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und wir nehmen jetzt das meiste davon raus und schmelzen das ein. Vielleicht packen wir manches auch einfach ins ME-System. Müssen wir jetzt gleich mal sortieren. So, folgendes. Der Quantum-Engler Reporter kann folgendes, er kann über Dimensionen Sachen transferieren. Wir machen jetzt hier mal einen neuen Kanal. Wie geht das? Hier. Wie nennen wir das? Bilder, Farming Dimension. Farming Dim. Oh, mein Nase juckt. Farming Dim. Chuck. So, und ich glaube, mehr brauchen wir nicht, ne? Das ist jetzt unser Kanal. Jetzt müssen wir sagen, wo die Sachen reinkommen. Pass auf. Oben kommen Input. Kann damit alles transferieren. Wir machen jetzt gerade nur das, also wir können natürlich auch sagen, Items rein, Energie raus. Und so könnte man quasi auch den ganzen Bilderblock bearbeiten. Und ich hoffe, ich habe die Wrench, oder den Konfigurator besser gesagt, und mache dann so. Ja, sieht gut aus. Läuft schon mal da rein. Ist da ein bisschen teuer. Warte mal, ich mach mal kurz so. Und mach dann den hier. Und bau das wieder ab. Weil man kann immer 8 Kabel mit einem so einem Alloy machen. Deswegen habe ich die jetzt mal mitgenommen. So, das geht da rein. Jetzt sind die Sachen natürlich hier drin. Und die müssen wir jetzt wieder rausholen. Das heißt, wir brauchen auf der anderen Seite auch so ein Ding. Und dahinter machen wir so eine Erzverarbeitung, damit die Erze direkt verarbeitet werden und ins System gebracht werden. Ich hoffe, unsere Disketten reichen. Wenn nicht, haben wir gestern ein Problem. Weil dann können wir natürlich nicht weitermachen. Beziehungsweise müssen wir erst wieder Platz schaffen. Oh, da ist aber ganz schön viel schon drin, ne? Da ist ganz... Was ist das? Ah, hier. Da sind nur noch 20 Disketten frei. So, wir machen jetzt aber... Wir enrichen das Ganze. Wir machen ein... Ist das der Enrichment Chamber? Ich glaube schon, ne? Und jetzt brauchen wir noch einen Smelter. Smelt. Basic Smelting Factory. Da haben wir sie. Die ist schon grün. Können wir blau drauf packen? Können wir nicht. Warum nicht? Rot. Rot, blau. Hä? Er arbeitet was da drin. Brot. So, jetzt ist nur die Frage, wie sieht das denn einigermaßen geil aus? Vielleicht so. Und wir machen die modular. Das heißt, wir können hier noch mehr dran machen. Modular. Hier unten ist die Smelting Factory. Oh ja. Dann machen wir da drüber den anderen Scheiß. Pass auf. Jetzt auch. Achtung. Auto-Eject. Oben rein, unten raus. So, alles, was gebraten wird, geht unten in die Kiste. Hört sich gut an. Dann machen wir Import-Bus. Alles, was quasi wieder reingezogen wird ins ME-System, geht da lang. Da drüber kommt jetzt die Enriching Factory, sodass wir ein paar mehr Sachen haben. Autosort machen wir nicht, weil damit würden wir uns manche Sachen blockieren. Und dann machen wir jetzt oben noch eine Kiste. Zwar in derselben, im selben Abstand wie das andere Ding. So. Und hier machen wir jetzt aber so, da geht's raus. Und hier geht's da unten raus. Also der Kreislauf ist so. Oben rein, hier einmal durchgeprügelt, da wieder rein. Ne, oben raus, hier durchgeprügelt, da wieder rein. Und dann müssen wir nachher noch ein paar Sachen rausziehen, die wir nicht verarbeiten lassen können. Keine Ahnung, Redstone durchbraten bringt ja nichts. Also kommt hier zum Beispiel jetzt erstmal Redstone rein und Kohle. Redstone, da ist er. Und Kohle. Da sind auch noch sehr viele andere Sachen drin, ne? Wir müssen mal gucken, was wir davon wirklich ins Lager ziehen. Kann mir vorstellen, dass es echt eng wird. Oder wir machen schon mal ein paar Disketten. Können wir 64K Disketten bauen? Vielleicht so 10? Können wir, los geht's. Oh, scheiße, können wir nicht. Vielleicht ja 5. 5 geht. Okay, die laufen, da wird das gedruckt, bis der Arzt kommt. Oder inscribed. So, und jetzt brauchen wir noch Kabel. Erinnert mich gestern auch mal bitte an... Ja, geht ja eh nicht. mich gestern dran erinnern, wird, glaube ich, schwer. Außer eben eine Zeitmaschine, aber die würde ich dann für andere Sachen verwenden, wenn es okay ist. Oh, warte mal, 6 von 8 Kanälen. Und da brauchen wir 2. Das ist ja der Wahnsinn. Können wir einfach mitnehmen. Da darf ich nur nichts anderes mehr dran machen. So, jetzt haben wir folgende Reihenfolge. Kohle und Redstone wird schon mal rausgezogen. Da müsste eventuell nachher noch einer dran. Weil da bestimmt mehr als 9 Sachen rausgezogen werden müssen. Oh Mann, und hier muss alles rausgezogen werden. Das richtet sich ja nur nach den Sachen, die gebraten werden können. So, beziehungsweise enriched werden. So, was brauchen wir denn jetzt? Jetzt brauchen wir den Engloporter noch. Den packen wir jetzt mal hier hin. Und der macht jetzt folgendes. Der gibt nach oben ab. Eject on. Also besser wäre es natürlich, wenn man jetzt einfach hergehen würde und die Sachen nicht enrichen, aber dann kriegt man halt ein bisschen mehr raus. Das nehmen wir jetzt noch mit. Nachher werden wir es wahrscheinlich abbauen, wenn das zu viel zu Problemen führt. So, Side Configuration. Output ist blue und oben. Aber warum kommt da nichts raus? Warum verbindet der sich denn jetzt nicht? Na los, was ist denn... Warum? Ah, jetzt. Muss er erst hätten. Okay, es ging schon sehr viel rein. Und es wird auch ein bisschen zwischengespeichert. Das ist auch schön.
Okay, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass sie Energie haben, glaube ich, ne? Ich glaub, ah ja, stimmt. Also brauchen wir einen Plug. Weil Plug, Alter, ich kann mir das nicht merken, ne? Das ist ein Point. Ich brauche da irgendwie eine Eselsbrücke, eine richtig geile. Warum kann ich das denn nicht abspeichern im Kopf? Der Point ist am Start. Und dann nehmen wir noch ein Cable raus. Ah, Ultimate Universal Cable. Strom haben wir genug. Und los, Point, mach dein Ding. Weil 3 wären jetzt, glaube ich, zu 2. Ne, gar nicht, das wäre dumm. 2 wären zu 3. Auch nicht, 3 wären zu 4. Ich glaube, das ist die Reihenfolge. Und da wird es gebratet. Gebraten. Gebratet, Alter. So, wir nehmen Speed Upgrade. Da wir 2 Maschinen stehen haben, lohnt sich halt, 2 Speed und 2 Energy Upgrade zu machen. Und da das ja relativ laut ist und wir hier oft stehen und wir dann gestern im Livestream nicht so laut haben, machen wir noch Muffling Upgrades. Ich glaube, da passen aber immer nur 4 rein. Immer 25% leiser. Da sind sie. Und jetzt geht's ab. Energy, Speed. Korrekt. So, und so sieht das jetzt aus. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Da hier gerade, wie ich gesagt hatte, 3 wären irgendwie zu 4. Da das Verhältnis... Ja, genau. 3 wären zu 4. Und das ist, glaube ich, super schlecht. Also ich bekomme, keine Ahnung, 30% mehr raus, aber blockiere mir damit komplett die Maschine. Können wir nicht machen. Wir können den Enricher nicht einbauen. Den müssen wir rausnehmen. Also machen wir es erstmal so. Ja, so haben wir auch kein Problem, dass es irgendwann voll läuft, ne? Und das ist der Importbus, den müssen wir noch boosten, und zwar hiermit. Ja, alles landet im System. Und jetzt machen wir noch ein paar Disketten, wenn wir die jetzt ready haben. Ah ja, 5 Stück. Sicher ist sicher, so haben wir zumindest ein bisschen mehr Luft, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Wäre natürlich noch nicht benutzt, aber für den Fall das haben wir da auf jeden Fall genug Platz. Und jetzt saugt quasi der Engler Loporta, ich kann den Namen nicht aussprechen, ne? Aus der Farming Dimension die Sachen hierhin, die werden verarbeitet. Wenn wir jetzt gestern den Stream anwerfen um 19 Uhr, jeden Sonntag wie gesagt, haben wir auf jeden Fall genug Eisen, genug Dias und alles ist hier drin. Ich muss hier gleich wahrscheinlich nochmal reingehen und noch so ein paar andere Sachen da reintun, damit die Sachen auch wirklich ins System gezogen werden, sonst blockiert einfach nur die Kiste und dann ist das halt nicht fertig. Aber so Diamanten und keine Ahnung, was da noch bei rumkommt. Und dann läuft's. Obwohl, das geht schon echt fast, ne? Ich glaube, das ist auch das Schnellste, was man so haben kann. Und das sind 2, 4, 6, 8 Plätze, 9 Plätze sogar. Man kann das jetzt auch noch nach links hin erweitern, sodass wir da nochmal, keine Ahnung, 3 Maschinen daneben haben oder so. Oder 2 vielleicht. Also so. Einfach jetzt hier auch noch einen hin. Auch direkt also mit Kupfer voll. Das ist aber so krass. Sind denn hier auch Upgrades jetzt drin? Ach nee, die muss noch reinmachen. Oh Mann, oh. Ja, dann ist so mit... Oh mein Gott. Ach, Kabel auch noch. Oh, wenn man nur die Hälfte aufbaut und dann die Aufnahme wieder startet. Klassiker. Da haben wir's. Lapis wird jetzt rausgezogen. Kupfer wird verarbeitet. Hier unten haben wir dann ganz viel Kupfer drin. Und wenn man jetzt hier mal reinguckt und sich Copper anschaut, sieht man, wie das Ganze hier hochballert und gerade nicht langsam. Also 10 Stück pro, ja eigentlich schon fast 20 pro Sekunde, ne? 20 Kupfer pro Sekunde laufen wir gerade rein. Und so wird das auch nachher bei Eisen aussehen. Und dann haben wir genug für morgen. Gestern. Tschüss.